Hey, morgen jetzt zwei Cappuccino. Ja, gerne. Ich nehme auch einen. Ich mach das schon. Und? Wie sehe ich aus? Ehrliche Antwort? Wie frisch aus dem Beerdigungsinstitut? Dann ist es genau richtig. Klärst du uns auf? Luise trifft sich mit ihrer Tante. Ja, aber das ist doch kein Grund, gleich Trauerkleidung anzuziehen. Naja, ihre Meinung über die korrekte Kleidung ist ein bisschen konservativ. Das ist dann bestimmt deine Lieblingstante, oder? Nein, eher nicht. Aber es geht um den Erhalt von Waldensteig und da muss ich schließlich guten Willen zeigen. Ach so, du willst Tantchen um Geld fragen. Also, um ehrlich zu sein, will ich, dass sie das Schloss kauft. Das sollte unmöglich sein. Ach, aber das wird schon. Ein Blick aus deinen Augen und sie wird dahin schmelzen. Das kannst du vergessen. Tante Josephine ist gegen schöne Augen absolut immun. Josephine von Rosset? Du kennst sie? Nein, nur von Fotos, aber wenn die nur halb so knöchern ist, wie sie aussieht, dann... Ja, ich fürchte, die Fotos geben sie ganz gut wieder. Oh. Hey, das wird schon, okay? Du hast gute Argumente. Und du bist nicht mit irgendeinem windigen Guru nach Indien abgehauen. Ja, stimmt. Ich bin nur mit einem dahergelaufenen Bruchpiloten verheiratet. Ja, der früher als Callboy gearbeitet hat. Ja, ich glaube, der Indien-Guru wäre gegen eine wirklich gute Partie. Hey, so wie du strahlst, hast du deine Tante überredet. Gregors blaue Augen überwinden einfach jeden Standesdünkel, sogar den von Tante Josephine. Hast du nicht gesagt, sie wäre immun gegen schöne Augen? Naja, offenbar nicht gegen seine. Was? Sag mal her. Nee, ich spüre nichts. Tja, auch keine Frau. Mann, ich stehe einfach nicht auf das Simple. Ja. Idiot. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Schloss? Naja, wenn Tante Josephine ihren Mann überzeugen kann, dann wäre das die Rettung von Waldensteig. Und das klappt? Ich werde mit meinem Mann über den finanziellen Rahmen sprechen, am besten nach der Jagd. Da ist er für solche Gespräche am empfänglichsten. So hat sie es jedenfalls ausgedrückt. Mein Gott, wenn du mich nicht dazu überredet hättest, sie anzurufen. Hätten wir jetzt keinen Grund anzustoßen. Komm, Sekt. Ja. Das ist nicht wahr. Und? Was meinst du? Sieht ja nicht gerade gut aus, wie Luise guckt, oder? Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Wollt ihr noch einen Schluck? Warte mal. Kommen gleich die Tränen. Mir leid. Vor Glück. Tante Josephine kann das Schloss kaufen. Ihr Mann hat ja gesagt, Waldensteig ist gerettet. Ich muss sofort unseren Sachbearbeiter anrufen und ihm sagen, dass meine Familie das Schloss kaufen will. Mach das. Deine Augen haben so milde gestimmt. Tja, wer hätte das gedacht, dass du mal Waldensteig rettest? Der alternde Ex-Casanova. Pass auf, ich zeig dir gleich was. Das heißt zu alter. Nein.